Warum? Eigentlich. Warum du mich hast wollen zum Auto ausrühren? Ich nehme an, nicht mich persönlich, hoffentlich. Sonst wärst du gehockt. Sondern weil deine Kinder bis ins unendliche Kasperlenkassette gelöst haben. Genau. Auf dieser Fahrt. Und nochmal hören. Und nochmal hören. Ja. Und nochmal hören. Es ist eine Sensation eigentlich. Unvergleichbar, weltweit unvergleichbar. Also weltweit ist ein grosses Wort, das weiß ich nicht. Ich habe nie in anderen Kontinenten geforscht, ob es den Kasperli-Theater gibt, auf irgendeine Art und Weise. Aber in der Schweiz ganz sicher. Wobei, das ist ein Erfolg, über den ich mich freue und über den ich stolz bin. Aber ich muss dann immer wieder sagen, ich persönlich, ich bin nicht der Kasper, ich bin der Jörg Schneider und ich will einfach nicht auf dieser Figur sitzen bleiben und auf das reduziert werden. Es ist nur das und sonst... Aber ich meine, man kann stolz sein darauf. Das ja, ist aber 41 Geschichten sind es, glaube ich, oder? Ja, also es sind zuerst einmal 20 Tonträger gewesen. Zuerst die schönen Platten und dann nachher... 67, glaube ich, die erste Schallplatte. Und dann nachher ein Tonbändchen und CD. 20 Tonträger mit je zwei Geschichten, das sind 40 Geschichten. Und dann sind nachher noch zwei hinten dran gekommen. Nachher. Und wieso hast du die überhaupt geschrieben? Wie bist du dazu gekommen? Das ist... Das wissen ja viele Leute gar nicht, dass du die auch geschrieben hast selber. Ja, natürlich habe ich die geschrieben. Das ist es ja. Mit dem habe ich ja eigentlich den Erfolg mal grundsätzlich gelebt, indem ich vermutlich ganz lustige Geschichten geschrieben habe für die Kinder. Nein, das hat damit angefangen. Dini Storelli, meine Kollegin aus jungen Jahren und ich, als ganz junge Schauspieler, wir haben das Problem gehabt. Miteinander? Ja, wie viele andere Jungen? Nein, wir sind nie Befreunde gsi. Aber wir haben wie viele andere Schauspieler und Schauspielerinnen auch im Sommer nichts zu tun gehabt. Wenn man dann nicht zufälligerweise Glück gehabt an einer Freilichtaufführung oder irgendwo können mitzumachen, dann war der Sommer eine harte Zeit gewesen. Ich habe aber vorhin schon Grimm-Märchen bearbeitet für die Zürcher Märchenbühne. Ich hatte also ein bisschen einen Fuss im Kindertheater drin. Und dann ist eines Tages Dr. Lamprecht, Direktor von der Ex Libris, Buch- und Schallplattenverlag von der Migros, die haben damals ja noch produziert, zu mir gekommen und hat gesagt, ja, wir haben ein Problem. Wir haben im Park im Grünen, also im Duttipark Zürschlicken, jeden Sommer Kasperletheater. Bin ich geschaut. Und der Adalbert Klingler, das war ein berufsmäßiger Puppenspieler, hat das jahrelang gemacht und altersmäßig hat er gesagt, ich muss da langsam aufhören. Wetten Sie das übernehmen und können Sie das? Und dann haben wir natürlich sofort gesagt, das übernehmen wir. Nie gesagt, dass wir natürlich noch nie in unserem Leben Kasperletheater gespielt haben, aber ich dachte, das können wir. Und jetzt tönt es halt von jetzt an immer noch ein bisschen Bluff und Selbstbeweihräucherung. Auf alle Fall haben wir das gut gemacht. Also wir haben einen grossen Erfolg gehabt und haben im Sommer unseren Batzen verdient. Nicht viel, aber immerhin. Ja, und dann eines Tages ist der Dr. Lamprecht gekommen und hat gesagt, ich könnte mir so etwas nicht mal auf Platten aufnehmen. Und da habe ich gesagt, könnte man schon, ich finde es keine gute Idee. Denn erstens einmal ist Kasperletheater etwas Visuelles. Man muss es ja sehen. Und zweitens muss es live sein, spontan. Kind müsste können rufen. Ja, nein, Täter ist er und weiss nicht, was alles. Ja, Sie könnten es doch probieren. Sagen, wenn Sie mir den Auftrag geben, probiere ich das schon. Nur all die Stücke, die wir hier spielen, die eignen sich nicht. Ich müsste ja Stücke schreiben, die als Hörspiel konzipiert sind. Wo also der ganze optische Teil entfaltet und sich alles durch den Dialog und Geräusche und Situation erklärt. Ja, probieren Sie doch das einmal. Also, ich habe es probiert, zwei Stücke geschrieben. Die haben wir aufgenommen, Paul Bühlmann, Dina Storelli und ich. Und das war ja auch mit dem Polizist. Wie? Das war ja mit dem Polizist, der Paul Bühlmann, oder? Ja, der hat alle anderen Rollen gespielt. Nein, der hat vom Räuber über den König bis zum Zauberer. Und hat der alles gespielt. Und deine Sau, das Prinzesschen. Und du auch? Oder hast du nur den Kasper gespielt? Ich habe meistens nur den Kasper gespielt, ja. Aber auch noch ein paar andere Figuren. Ja. Aber meistens den Kasper. Ja. Also auf jeden Fall, wider meiner Erwartung, hat das eingeschlagen wie eine Bombe. Also vom ersten Tag an,
Ja gut, und dann habe ich einfach jedes Jahr wieder den Auftrag bekommen, wieder zwei Tonträger, also vier Stück zu schreiben. Und das habe ich dann 10 Jahre lang gemacht und nach dem 40. Stück habe ich gesagt, so, jetzt ist es genug, jetzt ist meine Fantasie zwar nicht ausgelaugt, aber es muss spontan kommen, es muss einem Freude machen und so. Und dann habe ich aufgehört. Und was ich natürlich nie geträumt habe, dass das weitergelaufen ist, also bis heute, dass all die 40 Stück heute noch gern gelöst werden und immer noch im Verkauf sind. Und auf das bin ich stolz, das muss ich ehrlich sagen. Was ist denn die Magie? Das gibt es eigentlich fast nicht, dass man etwas, das so weit zurückliegt, heute noch so aktuell finden kann. Frank, was ist Magie? Man kann es ja nicht sagen. Man hat, das weißt du selber, über die Jahre eine gewisse Erfahrung und ein gewisses Wissen darum, was könnte ankommen. Oder was könnte ein Flop sein. Aber 100% sicher ist mir ja nie. So etwas passiert dann irgendwie einfach einmal. Du kannst das ja nicht wählen. Mhm. Und dann plötzlich haut es und dann wird es ein Selbstläufer. Aber es muss zeitlos sein. Es muss ja zeitlos also sein. Ich würde mal 3 Sachen sagen, die ganz sicher mitgespielt haben. Erstens einmal sowohl von Paul Bühlmann, der ja leider schon lange gestorben ist, der Ines Torelli, der jetzt in Kanada ist, und ich, wir haben den Plausch gehabt an dem. Wir haben einfach wirklich, wenn man die 3 gesehen hat hinter den Glasscheiben im Studio, dann hat irgendeiner gesagt, jetzt müsst ihr, glaube ich, jemanden vom Hölzli holen. Das sind 3 Spinner vor dem Mikrofon. Also wir haben mit so einer Begeisterung und uns selber da aufbauen. Und das ist das eine. Das andere ist, dass ich nie wollte, sogenannt kindertümelnd sein. Also kein Märli-Ton haben. Das hat dann manchmal sogar dazu geführt, dass es manchmal ein bisschen frech oder gewisse Eltern gesagt haben, ja, also das ist jetzt ein bisschen ein Grenzfall. Aber eben, ich habe einfach spontan gesagt, ich will da nicht moralisieren. Natürlich haben alle die Märli-Stücke, die der Gute am Schluss muss gönnen und der Böse bestraft werden, haben eine versteckte Moral. Aber ich habe die Moral nie so aufs Brot gestrichen. Und drittens habe ich, glaube ich, oder heute bin ich fast sicher, einfach immer gedacht, die Eltern sollten dann noch ein bisschen den Plausch haben. Also habe ich halt manchmal einen Pointe oder einen Witz gemacht, wo ich gewusst habe, ein 4- oder 5-Jähriger kommt das jetzt gar nicht mit. Und dann habe ich aber davor gemacht, dass die, obwohl sie es nicht können, verstehen, trotzdem 7-mal gelacht haben über die Gleichstellung. Also das ist das. Und dann haben wir, das kommt auch noch dazu, ich sage dem, wir haben Pfahlbauerradio gemacht. Mit anderen Worten, es ist alles über das Mikrofon gegangen, aber ohne Technik. Also wir haben Stimmen verstellt. Wir haben, wenn es dumpf müssen sein, in eine Kartonschachtel hineingeredet. Wenn es Hall hat müssen, in einen Blechkübel hineingeredet. Wenn es am Weiher war, haben wir den Ärmel hintergeglitzt. Da war ein Kübel Wasser, da haben wir geschwadert. Und wenn einer fortgeflogen ist, dann haben wir das Nas durchgenommen und haben vor dem Mikrofon so gemacht. Und das tönt dann, wie wenn einer fliegt. Und wenn etwas zusammengebrochen ist, haben wir hier eine alte Kiste ganz draufgekoppelt oder haben einen Stein in den Ecke. Also einfach am Schluss hat das das Studio habe ich ausgesehen wie ein Trümmerhaufen. Also alle die Geräusche waren live gemacht. Und wenn man jetzt ganz, ganz knallhart kritisieren will, eben nicht vollkommen perfekt. Also ein heutiger Radioregisseur würde sagen, das kannst du nicht rauslassen. So tönt kein Auto, wenn es abfährt. Aber bei uns hat halt das Auto, wenn es abfährt, keine Ahnung gemacht. Und vielleicht hat das auch etwas dazu beitragen. Einfach die Spontanität und die Freude, die wir daran haben. Ansteckende Freude. Ja. Ansteckend. Ja, ich habe gern gelesen. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe Frank, zum Wohl. Ich muss mal die Zunge netzen. Ich habe sie auch immer gern gelesen. Und was mich besonders fasziniert hat, sind immer die Wortspielereien gesehen.
Es hat ja ungeheure Wortschöpfungen gehabt. Noch heute brauche ich den Georges Gacko die ganze Zeit. Ja. Wenn ich eine Krähe sehe, ist das der Georges Gacko, dann rede ich mit dem. Also das ist jetzt ein bisschen, vielleicht meine kindliche Fantasie, die ich hatte, die ich mir eigentlich bis heute noch bewahren konnte. Das kann man ja nicht lernen. Das ist eine Begabung. Nicht? Mhm. Aber es sind eben originelle Wortschöpfungen. Es sind nicht einfach nur irgend so. Ja, das müssen andere beurteilen. Obwohl, da bin ich jetzt wieder stolz drauf. Es hat bis jetzt schon 4 oder 5 wissenschaftliche Arbeiten gegeben von Studenten und Studentinnen, die das auseinandergenommen haben. Und zu welchem Schluss sind sie gekommen? Ja, erstens, also mal eben die Originalität von diesen Wortschöpfungen. Ich bin sogar einmal mit dem Nestroy verglichen worden, das ist ein bisschen hoch. Aber immerhin schon die Tatsache, dass sich jemand für ein Diss oder für eine Abschlussarbeit mit dem befasst und dann so eine 20-30-seitige Dokumentation schreibt, das hat mich natürlich schon gefreut. Ne? Das ist fantastisch. Und dann ist noch etwas Lustiges, weil ich ja nie, ich bin ein Buchschreiber. Also ich habe eine Fantasie und eine Idee und dann fange ich vom Buch aus an schreiben und finde es gut oder weniger gut und so. Aber nie eigentlich, ja, wenn ich jetzt sage, vom Intellekt heisst, ich habe überhaupt nicht daran gedacht, was ich schreiben muss. Aber ich habe das nie so überlegt, wenn ich das so und so und so mache, dann hat das die und die Aussage und die Wirkung. Und dann habe ich mit habe ich so etwas gelesen. Und dann habe ich gesagt, aha, so ist das. Du bist eigentlich noch gescheiter sein. Schau mal, was die da herausgefunden haben, was du da alles machst. Okay, ne? Yeah. Habe ich gar nicht gewusst, das habe ich mir sagen lassen. Ne? Ja. Gut, also, aber das ist ja wirklich ein schöner und ein grosser Teil von meinem Erfolg und von meinem, ja, wie ich sage, von meiner Karriere. Aber ich muss jetzt noch mal betonen, ich freue mich über das. Und es wäre unehrlich, wenn ich mich nicht freuen würde. Ich habe sogar Geld verdient damit. Aber ich will nicht auf das reduziert werden. Und das ist dann. Das ist dann die Schwierigkeit. Den Kasperli-Stempel hast du dann auf dem Rücken. Aber ganz dick. Der Sandro Rüecker, der Verlagsleiter der Weltwoche, der hat mir gesagt: Jörg Schneider ist mein Idol. Das ist ja schön. Aber auch wegen Kasper. Und er hat dann einen Artikel irgendwie initiiert, der in der Weltwoche gekommen ist, über das Phänomen Kasperli, wo ja heute auch, das habe ich auch dort gelesen, da gibt es ja einen Club in Zürich, wo die jungen Leute Kasperli hören. Das finde ich ja grossartig. Ich habe es nie gemacht, aber das habe ich immer noch vor. Es gibt also irgendeinen Club, wo an einem Abend, also statt dass es, weiss nicht was für Musik hört, ist Kasperli-Abend und dann zuckelt es an einem Gomella oder an einer Milch und lässt erwachsene Menschen Kasperli Theater und hat den Blaustrahl. Schön. Das ist schon fast ein bisschen ich bin noch nie da gewesen, aber ich muss das mal machen. Und jetzt gibt es aber neue Versionen wieder. Ja. Was haltest du denn von denen als geistiger Vater? Das rede ich eigentlich nicht so furchtbar gerne. Also, dann fangen wir doch jetzt gerade mal an. Ja, natürlich. Nein. Also, ich habe immer, das habe ich nie verschwiegen. Wirklich nicht. Das könnte man in jedem Interview nachlesen oder nachhören, wenn es ein akustisches Interview war. Ich habe nie behauptet, ich habe den Kasperli erfunden. Den gibt es seit ewigen Zeiten und es gibt ihn in verschiedenen Ländern. Aber du hast ihn erfolgreich gemacht. Ich habe ihn erfolgreich gemacht. Also jeder, der Kasperli-Theater schreiben, aufnehmen und verbreiten, der darf das. Was er nicht darf, aus urheberrechtlichen Gründen, ist meine Figuren, meine Wendungen. Mhm. Und halt mein Suisa-geschützte Tra-tra-tra-la-la. Und das war ein bisschen unglücklich, dass die immer mit meinem Jingle, wenn ich so sagen will, Werbung für ihr Produkt gemacht haben. Das hat mich ein bisschen nicht ganz in Ordnung gedacht. Aber vor allem hat es der Produzent, der Verleger natürlich, hässlich gemacht. Und der hat dann ein bisschen die Hölle heiß gemacht. Aber es hat sich jetzt erledigt. Das hat sich erledigt, ja. Das hat sich erledigt. Also jetzt machen wir noch den Sprung vom Kasperli zurück zum Schauspieler. Ja. Das ist ja praktisch parallel gelaufen.
Ja. Was ist denn in dieser Zeit am Schauspiel gegangen bei dir? Also, angefangen hat es damit, dass ich schon als kleiner Bub will Schauspieler werden. Oder Pfarrer. Ja, das habe ich. Einmal habe ich in der Säcke einen Aufsatz geschrieben, warum ich Pfarrer werden möchte. Aber das war nur der Aufsatz. Ich habe ja das nie recht im Sinn. Und ich habe mich natürlich selber ertappt dabei, ich wollte einfach auf der Kanzel stehen und etwas erzählen. Und da unten ist Publikum und die wird mir zuhören. Und Gott sei Dank kann ich dann als Schauspieler mehr Leute trinken als Pfarrer. Jawohl. Und nein, also ernsthaft wollte ich nie Pfarrer werden. Aber einfach, eben, ich wollte auf der Bühne stehen. Jetzt wenn ich Pfarrer oder auf der Kanzel. Und einfach und den Leuten Freude machen und etwas erzählen. Frag mich nicht, warum. Niemand in meiner Familie ist mehr als man so normalerweise ist mit dem Theater in Verbindung. Aber der kleine Jörg hat das ums Verrecken wollen. Und mein Vater ist halt ein ziemlich solider, strenger Bürger gewesen. Kaufmännischen Angestellten in einer leitenden Funktion. Und der hat das nicht gut gefunden. Nein, Schauspieler ist kein Beruf. Über die Seriosität von dem Beruf wollen wir jetzt nicht diskutieren, aber es ist nichts Sicheres, da hast du keine Existenz und was soll das alles. Meine Mutter hat mich immer unterstützt. Ja gut, und dann habe ich gesagt, also dann mache ich ein Lehrerseminar. Und dann habe ich dann immer noch genug Zeit zum Theater spielen. Ich bin ans evangelische Lehrerseminar Unterstrasse, habe eine der besten Aufnahmeprüfungen gemacht und 3 Monate später war ich vermutlich der schlechteste Schüler gewesen, weil ich immer einfach bei jeder sich bietenden Gelegenheit Theater gespielt habe, statt Aufgaben machen und dann studieren. Und das mit dem Erfolg, dass eines Tages geheißen hat, Jörg, Sie haben uns gesitzt, aber mit dem Vornamen, bis im Herbst müssen Sie den und den Durchschnitt haben, sonst geht es da nicht weiter. Und dann bin ich über mich ausgewachsen und habe etwas gesagt, das ich mir gar nicht zugetraut habe. Ich habe gesagt, bis im Herbst habe ich den Durchschnitt nötig können, jetzt schon. Und dann kann ich sagen, ich habe gekündigt und nicht, die hat mich rausgekehrt. Ah, genial, ja. Aber jetzt habe ich das Problem gehabt, jetzt habe ich das daheim kommunizieren. Und mein Vater hat natürlich gar keine Freude gehabt und gesagt, ja, nein, Bürschli, wenn du meinst, du könntest jetzt einfach ein bisschen töterle. Dann hast du dich getäuscht, jetzt machst du schon eine kaufmännische Lehre. Oh. Ja gut, wo kommt man mitten im Jahr eine kaufmännische Lehre an? Das kannst du meine Sorge sein, hat der Vater gesagt. Ich habe einen Geschäftskollegen, einen Kunden von mir, einen guten Kunden, hat in einer Grossbuchdruckerei geschafft und Binder, die haben vor allem Geschäftspapier gedruckt. Also das war die Eisenwarenhandlung Binder an der Oberdorfstrasse in Zürich. Der ist zu dem Herrn Binder und hat vermutlich gesagt, ich bin ja nicht dabei gewesen, ich habe hier einen Sohn, der ein bisschen querschlägt, könnten Sie nicht noch einen Lehrling brauchen. Genau. Und der Binder hat mich dann als Lehrling aufgenommen. Und das war einer von meinen ganz, ganz grossen Glücksfällen in meinem Leben. Der Herr Binder, so ein Patron nach alter Schule. Der hat gewusst, der junge Mann, der jetzt kommt, der will nicht unser Warenhändler werden. Der will Schauspieler werden. Ja. Und dann hat sie mir gesagt, lassen Sie, machen Sie die Lehre, da haben Sie etwas. Und das kann Ihnen nicht schaden. Nachher können Sie dann immer noch schauen, ob Sie ein Schauspielstudium anfangen können. Ich habe die Lehre abgeschlossen und dann hat Binder gesagt, machen wir folgendes, ich biete Ihnen eine Halbtagsstelle an, da steht zumal überhaupt nicht übrig gewesen. Können Sie etwas verdienen? Sie haben ja daheim gewohnt, Kosten und Logis, das ist auch viel Geld. Und mit dem, was sie bei mir verdienen, können sie ihren Unterricht zahlen. Und so habe ich das dann gemacht. Ich habe natürlich dann nicht fest an einer Schauspielschule, weil das ja eine Ganztagsausbildung war. Und habe mir dann können meine Ausbildung bei Privatlehrern zusammenstiefeln. Und habe dann das Glück gehabt, mit sehr guten Lehrerinnen und Lehrern einsteigen können. Das ist auch...
Das ist auch noch etwas, was vielleicht erwähnenswert ist. Der Erwin Parker, damals ein sehr guter Schauspieler, hat auch damals Schauspielschule geheißen. Jetzt ist es ja Hochschule für Künste, Abteilung Schauspiel. Und er war am Schauspielhaus engagiert. Der ist mir empfohlen worden als Lehrer. Und bei dem bin ich mich vorstellen. Und hat die Tür aufgemacht und da stehe ich da davor. Ich war ja nie grösser als 1,60 Meter und immer ein bisschen Übergewicht gehabt. Und dann hat er zu mir gesagt, das vergiss ich ein Leben lang, nie mehr. Junger Mann, jetzt gehen Sie nach Hause, stellen Sie sich nackt vor den Spiegel und zählen Sie sämtliche Rollen auf, die Sie nie spielen werden. Das ist großartig. Wenn Sie dann immer noch zum Theater wollen, kommen Sie zurück. Ich hatte das nicht müssen machen. Ich bin mich meiner Körperlichkeit bewusst gewesen. Und ich habe genau gewusst, ich werde nicht den Romeo spielen, nicht den Hamlet, nicht den Marquisa und nicht den Don Carlos, sondern ich habe gewusst, dass ich ein komisches Talent habe. Also die Enttäuschung habe ich mir schon von Anfang an erspart. Nicht? Ja, und dann bin ich in Unterricht zu Ellen Wittmann, das war eine der besten Sprachlehrerinnen, bin ich, das glaubt heute ja kein Mensch, in die Tanzschule vom Opernhaus, also damals nach Stadttheater, im Konservatorium singen lernen. Also ich habe mir das so zusammengestiefelt. Und dann, als ich fertig war, wollte ich mir dann sogar vorsprechen. Also Theater zu Theater. Und, Theater am Zentral, der Schützkino Alba am Zentral. Schönes, kleines okay, Boulevardtheater. Ja. Hatte ich meine allererste Rolle. Und, also, bei Deko Vorsprechen habe ich eine Rolle bekommen in einem Boulevardstück. Und dann bin ich zu Herrn Bender und gesagt: Herr Bender, ich habe meine erste Rolle am Theater, jetzt will ich künden. Auf wann? Ja, auf den Montag. Das ist auch super. Ja, nein, das ist nicht gelaten. Aber er hat mich natürlich gala und hat mir den ganzen Monat ausgezahlt, obwohl es erst Mittag war. Und dann bin ich in das Theater im Zentral. Lukas Ammann hat Regie geführt. Nach 10 Minuten sagt er, wie ist Ihr Name? Jörg Schneider. Kommen Sie mal runter. Wie lange sind Sie denn da schon im Theater? Und ich sagte, das ist meine erste Rolle, mein erstes Engagement. Ja, da merkt man leider. Ich habe nur 3 Wochen Probezeit. Sie tun sich keinen Gefallen. Und sie tun mir keinen Gefallen. Und letztlich im Theater auch nicht. Gehen Sie zum Herrn Zamponi, das war der Direktor vom Theater, und sagen Sie, es ging leider nicht. Ach Gott, wieso? Ja. Jetzt hätte ich ja nicht zum Bänder zurück, ich hätte ja nur einen Vormittag gefehlt. Aber das hat mir dann der Ehrgeiz doch nicht zugelassen. Ist noch etwas Lustiges. Am Nachmittag bin ich dann also zu dem Direktor zu Boni und gesagt, eben der Herr, ja, der hat er schon gewusst, also, dass der Ramon gesagt hat, ich sei leider noch nicht unbegabt, aber noch nicht ganz so weit. Und da klopft es an der Tür und einer rein, ein junger Schauspieler, Vincenzo Biaggi, mit dem ich jetzt schon hunderte von Vorstellungen zusammengespielt habe, gesagt, ja, er müsste da einspringen für einen, der das nicht so hätte können. Dann hätte ich dem können den Grund abwürgen oder? Gesagt, das ist doch eine Intrige. Also um 11:30 wie ich rausgehe, um 13:30 steht der schon da. Aber der hat es dann halt einfach aufgeboten. Und was soll ich sagen, etwa 14 Tage später habe ich ein Engagement bekommen im Stadttheater Zürich. Kindermärchen, Peterchens Mondfahrt, die Blitzhexe. Und wer war mein Partner? Der Donnermann, der Biaggi. Also, und da haben wir uns also kennengelernt und er hat mir erklärt, dass er wirklich mich da nicht rausgedrückt hat. Und seitdem sind wir befreundet, das ist 50 Jahre seither. Und dann im kommenden Sommer, 1958, war die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeiter, Safa 58. Also ein Land nur von Frauen gemacht. Das war der Anfang eigentlich von der politischen Frauenbewegung in Zürich. Und die haben Lysistrata gespielt von Aristophanes in einer Version von Max Werner Lenz. Und dort habe ich dann eigentlich mein erstes wirklich längere Engagement gehabt, 1958. Und von dort weg? Mit der Stefanie Glaser und der Trudi Roth. Und dort habe ich auch meine Frau kennengelernt, die ich heute noch habe. Und ja, dann ist es halt aufwärts gegangen.
Gott sei Dank. Aber eigentlich gar nicht so, wie ich wollte. Ich wollte nicht Dialekttheater machen. Das wäre recht. Ich wollte Deutschtheater spielen. Nicht ernsthaft, aber Deutsch vor allem. Und dort hat mich gesehen, der Rudolf Bernhard, der das Bernhard-Theater hat, und der Jacques Streuli. Und das war ja der Volksschauspieler. Und der Jacques hat gefunden, ich sei genau ein begabter junger Mann, hat mich engagiert für eine Tournee. Und der hat dann an der ersten Probe gesagt, du Dubbel, kannst nicht einmal anständig Zürichdeutsch. Weil ich Fenster gesagt habe, statt Fenster. Aber er hat dann mir in seiner Fortsetzung vom Polizist Weckerli zusammen mit dem Paul Bühlmann die beiden Rollen vom Fäusi und vom Vögeli geschrieben. Also es waren so kleine Gauner. Und mit dem haben wir damals einen riesen Erfolg gehabt. Und das wäre dann eigentlich mein Durchbruch gewesen. So gesehen. Populär sagen. Und das ist ja etwas, wo ich mir immer wieder muss vor Augen halten muss. Wir hatten so einen Erfolg gehabt an dem Abend, wo das gesendet wurde. Da musst du nichts anderes machen müssen. Da sind einfach Kreti und Pleti vor dem Fernseher gehockt. Und jetzt muss man es relativieren. Die haben das können anschauen oder gar nichts. Hm. Es hat ja nur Schweizer Fernsehen gegeben. Und das auch noch von Zabig am 8. bis am 12. Und am Montag gar nicht, weil die Fernsehleute haben auch mal am Freitag gebraucht. Effektiv, das unvorstellbar heute. Unvorstellbar heute. Du bist dann nach Deutschland? Ja, also irgendwann einmal hat es mich dann doch ein bisschen gemobst. Man ist ja als Schauspieler natürlich. Man ist schon eitel. Man will. Kannst du das nicht oder wenn die das von dir nicht wissen? Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, an der städtischen Bühne in Heidelberg ein Engagement anzunehmen. Auch im komödiantischen Fach? Ja, also als Charakterschauspieler und einfach für die Rollen, die für mich geeignet sind. Und ich habe aber jetzt ja, in der Schweiz nicht eine grosse, aber doch schon eine gewisse Popularität gehabt. Und dann hat meine Frau, der habe ich ja wirklich viel zu verdanken, gesagt, los, jetzt machst du das. Jetzt gehen wir auf den Heidelberg. Du wirst zwar fast nichts verdienen, aber wenn du es jetzt nicht machst, dann ärgerst du dich ein Leben lang, warum hast du es nicht gemacht. Also sind wir 2 Jahre auf Heidelberg gezügelt. Wir hatten dort eine schöne Zeit gehabt. Ich habe sehr gut gespielt, hatte auch Erfolg gehabt. Natürlich nicht in der ersten Linie. Ich war nie ein Star dort, also ein grosser Schauspieler. Sondern ich war einfach immer im Ensemble und habe das relativ gut gemacht. Und dann, nach 2 Jahren, ist es darum gegangen, wie geht es jetzt weiter. Und dann habe ich in mir zuerst gespürt, dass ich dem ungeheuren Erfolgsdruck und dieser deutschen Karrieregeilheit, die dann muss haben, dann wäre ich vermutlich nicht gewachsen gewesen. Mhm. Ich wollte auch noch ein bisschen Familienleben haben. Und vor allem, das war der Neuenfels mit seiner Gruppe dazu mal. Da bist du entweder im Theater oder gar nicht. Du hast kein Familienleben mehr gehabt. Die sind einfach Tag und Nacht zusammengekocht und haben gemacht und gehirnet und so. Und ich habe schon mitgemacht, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meine Welt. Und dann bin ich zurückgekommen wieder in die Schweiz und habe einfach gedacht, ich schaue, dass ich da ein oder zwei Mal in einer Spielzeit auch etwas Deutsches oder etwas Ernstes kann spielen. Und das ist mir eigentlich gelungen, im Bewusstsein dessen, dass die Leute mich natürlich gerne haben, wenn ich heitere Stücke spiele, wenn ich es zum Lachen bringe. Ist dazu gekommen, dass der Rudolf Bernhard gestorben ist, noch sehr früh. Und der damalige Leiter vom Bernhard Theater, der es übernommen hat, Rainer Grabowski, hat den Paul Bühlmann und mich gefragt, ob wir nicht Lust hätten, die Schwenk- und Lustspiele, die der Bernhard gespielt hat, in dem Sinn und in dieser Art weiterspielen. Und natürlich haben wir Lust gehabt. Ich habe nur gesagt, aber etwas kann ich nicht und wollte ich nicht. Der Rudolf Bernhard hat ja immer Dialekt gespielt und das ganze Ensemble Deutsch. Dass er Dialekt gespielt hat, das war nie begründet. Also,
er hat einfach Dialekt geredet und alle anderen Deutsch. Also entweder machen wir es Deutsch oder wir machen es ganz Dialekt. Dann haben wir uns für ganz Dialekt entschlossen. Und von denen habe ich alle die Stücke, die wir gespielt haben, dann auch Dialekt übersetzt und das hat sich bewährt. Unmenge Stück. Ja, Unmenge, ja. Aber ja, also wenn man die Liste hat. Ja, ja, gut, ja. Ich spiele jetzt 50 Jahre Theater, da kommt halt ein bisschen etwas zusammen. Ne? Und der Sonntag ist aber eigentlich nur am Rand lustig. Ja, also jetzt kommt, jetzt muss ich etwas sagen. Ich habe irrsinnig gerne Schwenk gespielt. Das ist etwas Schönes. Wenn du einfach ein Publikum kannst zum Lachen bringen und begeistern. Und das ist auch ein grosses Talent, das ich hatte. Man darf aber ja nicht meinen, dass es weniger anstrengend oder weniger seriös als ein Ernststück. Also, das ist genauso seriös erarbeitet worden und braucht genauso viel Einsatz und so viel Professionalität wie ein. Im Gegenteil. Ja, vielleicht sogar mehr. Wenn man einen Klassiker spielt und das ist mittelmäßig, hat man immer noch einen literarischen Text, der verhebt. Wenn ein Schwank ins Ansatz ist, ist dann gerade gar nichts. Dann ist es nur noch blöd. Ne? Aber, und jetzt kommt wieder meine persönliche Eitelkeit, ich kann einfach immer wieder einmal einfach auch etwas Ernstes spielen. Und habe das auch immer wieder versucht. Und ich darf sagen, ich konnte es auch mit schönem Erfolg können machen. Mit dieser Einschränkung, dass dann halt wirklich nicht so viele Leute gekommen sind, wie wenn ich einen Schwung spiele. Und jetzt, mit 77, habe ich mir gesagt, jetzt hast du genug Schwenk gespielt. Jetzt willst du einfach zwar noch Lustspiel spielen, wo die Leute wirklich lachen können und heiter und fröhlich sind, aber wo auch noch ein bisschen einen ernsten Hintergrund haben. Und mit dem letzten Stück schon wieder Sonntag ist das natürlich optimal gelungen. Also ein Stück, wo die Leute gelacht haben, und zwar viel gelacht, aber es hat eine Szene gehabt, wo es dann halt still geworden sind und wo es Tränen gehabt. Und das ist natürlich etwas vom Schönsten, wenn man so etwas spielen kann. Nur die Stücke sind sehr, sehr selten. Ich habe jetzt noch mal eins auf Lager, das ich dann im Herbst mache und ich glaube, das könnte auch wieder so schön werden. Aber eben die Schenkelhopfstücke von denen habe ich ein bisschen genug. Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Ja, da, also. Der Sonntag hat etwas wahnsinnig Ruhiges gehabt. Das ist so. Also, das Stück, das darf ich. Heiter besinnlich. Ja, das Stück darf ich loben, weil es ja nicht von mir ist. Es ist einfach ein total geniales Stück von diesen zwei alten Männern in dem Altersheim. Der eine, der geistig noch absolut rüstig ist und aber körperlich nicht mehr zu Weg. Der andere, der noch total fit ist, aber langsam dement. Und wie die zwei nicht aufgeben und sagen, wir machen weiter. Und dann eben die Psyche am Sonntag, wo man merkt, die kommen jetzt einfach die Pflichtpsyche machen, die ihnen stinken. Und das war das Schöne in allen Zuschauerschichten. Und da bin ich wieder stolz drauf. Auch bei jüngeren Zuschauern, also nicht nur bei meinem älteren Publikum, ist das sehr gut angekommen und ist tief gegangen. Also, die Leute haben schon gemerkt, das ist ein Stück, das aus dem Leben ist. Und wo jeder irgendwann mal eine Szene hat, wo er gesagt hat, das habe ich erlebt. Oder das ist bei uns auch so. Nicht? Das ist immer das Schönste im Theater, wenn die Leute können sagen, ja. Oder sie können auch sagen, nein, das würde ich jetzt anders machen. Aber man muss es abholen und man muss es fesseln. Und das finde ich eben nach wie vor noch etwas Schönes an meinem Beruf, dass man den Leuten etwas kann bieten kann. Aber es ist streng. Und nur auf der Bühne stand das aufsagen, das ist das eine. Aber man muss ja runterkommen. Es muss ja eine Beziehung sein zwischen dem Publikum. Und das ist schon verdammt anstrengend, ich muss das ehrlich sagen. Aber es macht Freude und es gibt einem auch sehr viel zurück. Wie geht man auf der Bühne nach so einem ernsten Stück? Also es ist ja nicht nur ernst. Nein. Aber also, laugt einem das nicht auch wahnsinnig aus? Also, wenn es so ein Erfolg ist wie jetzt schon wieder Sonntag, geht man natürlich zufrieden und glücklich auf der Bühne. Also, wenn sie so klatscht und sehr oft Standing Ovation gehabt, sehr oft. Und das gibt einem schon viel. Und wenn einem die Leute nachher noch danken am Ausgang, oder ich habe noch nie so viele E-Mails bekommen, Zuschriften, auch Briefe,
von Leuten, die berührt sind von dem Stück. Das gibt es dann im Schwank nicht. Da lachen sie einfach und klatschen und dann gehen sie heim. Aber da war also ein Feedback, das gross überdurchschnittlich war. Das ist schön, das ist schön. Das gibt mir dann auch Motivation, ein bisschen weiterzumachen. Hm? Wie inwieweit hat die Figur mit dir selber zu tun? Also, jeder Schauspieler. Nicht Geschichte. Nein, Figur. Also, jede. Das betrifft aber. Fast alle Stücke. Man bringt immer etwas aus seiner eigenen Erfahrung mit, fast jedem Stück. Und in dem Speziellen natürlich auch, dass ich mir bewusst bin, dass ich nicht ganz so alt, aber fast so alt bin wie dem Mann, den ich gespielt habe. Und dass ich bei mir halt auch so die normalen Altersgebrechen langsam bemerkbar mache. Man versucht, die auf der Bühne möglichst zu kaschieren. Das klingt einem manchmal. Aber es wäre gelogen, wenn ich jetzt würde behaupten, ich sei noch so beweglich und so fit und so hüpffreudig wie auch schon. Nein, das ist ganz klar. Man schöpft auch aus seiner eigenen Erfahrung und aus seinem eigenen Denken. Aber es ist nie identisch, das natürlich nicht. Nein, ist ja klar, es ist eine Rolle. Es ist eine Rolle, ja. Die Figur, die befindet sich im letzten Abschnitt des Lebens. Ja. Und die sieht eigentlich, es wird irgendwann mal ein Ende geben. Mhm. Das sehen wir ja alle. Je weiter dass man ankommt, ja, je klarer wird es. Wie gehst du denn mit dem um? Ich bin ein Verdränger. Ich bin ein Verdränger, aber ich bin mir dessen bewusst, dass. Hat mir mal einer gesagt, du willst 100 Jahre alt werden. Jetzt nimmst du einen Meterstab, nicht? Und dann schaust du einfach mal, wo du bist und was dann noch bleibt oben dran, nicht? Und dann ist man sich bewusst, dass. Und jetzt in der letzten Zeit ist es einfach so fast brutal um die Ohren geschlagen worden, wo einer um den anderen gestorben ist, nicht? Der Rodi, der Kurt Felix, der Freddy Lienhardt. Jetzt geht's wieder. Es ist ja so. Nein, da denke ich natürlich auch, irgendwann einmal bist du der Nächste. Aber ich bin in dem Sinn kein gläubiger Mensch. Ich frage mich dann, wenn ich wirklich vor dem letzten Stündchen stehe, ich wäre gelogen, wenn ich jetzt. Aber ich glaube nicht irgendwo. Ich versuche es, so wie es mir gelingt, anständig hinter mich zu bringen. Wie man dann reagiert, wenn es wirklich so weit ist, das weiß ich nicht. Nach Jenseits und ewigem Leben und so, der Dirigent und Komponist Bernstein, der Lenny Bernstein, hat gesagt, wie ist es, wenn sie gestorben sind? Und sagt, ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen. Ich glaube, das könnte ich auch sagen. Aber das ist schwer. So Fragen sind wahnsinnig schwer zu beantworten, weil man stellt sich ja theoretisch irgendetwas vor, wie man im entscheidenden Moment reagiert. Ich glaube, das kann man fast nicht sagen. Also. Außer man sei wirklich ein tiefgläubiger Mensch und ist davon überzeugt, dass unsere Seele irgendwie nach unserem Tod weiterlebt, nicht? Und nur der Körper verfault oder kremiert wird. Nicht? Vielleicht bleibt er vor allem in der Erinnerung der Menschen. Das wäre natürlich ein Wunsch, den wir alle haben, dass wir in Erinnerung bleiben. Aber man wird schnell vergessen. Ich glaube, da darf man sich auch als ich sage jetzt Prominente von mir, ich sage nicht berühmte Prominente in der Schweiz. Meine Prominenz hört ja auf am Bodensee. In der Mitte? Ja, oder ja. Ja, und Slörach auch. Aber natürlich wird man in Erinnerung bleiben, aber es geht vermutlich schnell. Also ich würde heute nicht viel 20-Jährige fragen, wer der Schalke-Streuling war. Ja gut. Nein! Obwohl, jetzt haben wir natürlich
durch unsere Technik Möglichkeiten, Konserven zu behalten. Also wir haben Film, wir haben Tonträger, wir haben DVD. Also man kann das alles wieder anschauen. So geht es nicht. Aber ich bin auch schon gefragt worden, wie ist der Entzug, wenn sie nicht mehr populär sind, weil sie die Leute auf der Straße nicht mehr nachhauen. Ich glaube nicht, dass ich gross leiden würde darunter, aber auch das ist jetzt eine Behauptung. Ich weiß nicht, wie es denn ist, wenn ich die Rubrik lese, was macht eigentlich. Ne? Es ist noch nicht ganz so weit, aber ich glaube schon, man sollte sich da, also wenn man nicht eine Weltberühmtheit ist, keinerlei Illusionen hintergeben. Es ist keine unersetzbar. Es gibt aber in der Kunst, ganz allgemein, also nicht nur Schauspieler, Sänger oder Maler, oder so, behaupte ich, es gibt keine Nachfolger. Jeder, der wieder kommt, macht seinen Job auf eine andere Art, mit einem neuen Talent, mit einer neuen Sicht auf die Dinge. Also, ich bin nicht der Nachfolger von Rudi Walter, der Erich Vogt ist nicht der Nachfolger von mir. Also, die haben alle ihre Karrieren anders aufgebaut und ihr eigenes Talent und ihr eigenes Können. Ne? Aber ist es nicht schön, dass es gerade so Leute jetzt wie der Erich Vogt gibt, die in die Geschichte der ja. Volksschauspieler reinkommen und, ja. und das mit sehr viel Engagement und Seriosität weiterführt. Und muss ja einer, der mit Herz, ja, Liebe und Seele dabei ist, muss es ja beglücken, dass, also dass ich es muss, da bin ich jetzt ganz ehrlich und da kann ich die Hand ins Feuer legen. Ich mag zum Beispiel Erich Vogt seinen grossen Erfolg, den er jetzt gehört, von Herzen gewonnen. Und zwar nicht einmal ganz selbstlos. Wenn alle Leute, die ins Theater gehen, begeistert sind, rausgehen, einen schönen Abend verbracht haben, für das haben sie noch Geld gezahlt. Im extremen Fall sind sie noch den Regenmantel anlegen und im strömenden Regen vorausgegangen, haben stundenlang einen Parkplatz besucht und Eintritt gezahlt. Und jetzt kommen sie wieder ins Theater und wenn sie gekommen sind, sagen sie, eigentlich den Blödsinn brauchen wir nicht mehr. Dann bleiben sie daheim. Mhm. Und das... Vor allem bleiben das nächste Mal die Hause. Ja, das sage ich. Und da muss ich vielleicht manchmal der Presse ein bisschen, ich habe einen Vorwurf, wir werden einfach nicht ganz ernst genommen. Weil wir Unterhaltung machen. Das ist für den Feuilleton zu wenig. Für Lokales ist es auch nicht unbedingt ein Hit. Also, und da habe ich mich... Nicht geärgert, aber manchmal gemobst. Ich tue es dann ein bisschen überspitzen und sage, jetzt haben wir einen riesen Erfolg. Wir haben so und so viele ausverkaufte Vorstellungen im Berner Theater. Und dann kommen 3-4 Ziele. Und jetzt fange ich an zu fantasieren. Wenn ich mich mit roter Farbe übergieße, auf dem Paradeplatz einen Kopfstand machen und Hölderlin rezitieren, dann habe ich sicher 2 Doppelseiten. Genau. Das kann ich dann aber in Berlin machen, das kommt dann gleich zu Zürich, nicht? Also, da kannst du das Zürich machen, das kommt zu Berlin. Einfach, das ist manchmal, dass die Leute... Übrigens, das muss ich jetzt auch noch sagen. Jetzt komme ich auf den verstorbenen Peter Alexander zu sprechen. Der für mich ein absoluter Vollprofi und ein grandioser Künstler war. Was der manchmal gesungen hat, hat mir überhaupt nicht gefallen. Gar nicht. Aber ich muss doch attestieren, dass der Mann sein Fach beherrscht, das grandios macht und mit Jahren Erfolg. Also von einem Journalist verlange ich das, dass er zwischen seinem persönlichen seine Liebhaber oder was er gerne hat und was der andere kann unterscheiden, ne? Ja, aber du redest vom Journalist und nicht vom Feuilletonist. Ja, ich weiß, ein kleiner Unterschied. Ist ein kleiner Unterschied. Das Feuilleton wird sich vorher Zungen abbeissen. Das ist klar. Und zwar deshalb, weil sie nicht bei den Kollegen punkten könnten. Stell dir mal vor, einer schreibt, oh,
Jörg Schneider grossartig war. Ja, ja. Die ganzen Kollegen mit Freitagtest sagen, bist du Wahnsinn? Was hast du ja, aber das ist natürlich dann wieder, das ist wieder ein anderes Kapitel. Das ist ja zum Teil auch bei den Filmern so. Ne? Wenn einer eine wunderschöne, schlichte Geschichte von A bis Z schön erzählt, gut gemacht hat, gut gespielt und so, dann gibt das ein nettes Film. Wenn er aber anfängt, kreuz und quer schneiden und so, dass du das nicht ganz rauskommst und möglichst ein bisschen verquere Typen haben. Und dann wird es Kunst. Ne? So ist es. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber eben, man will, und natürlich freue ich mich, nicht nur ich, alle Schauspieler und Schauspieler freuen sich, wenn die Kollegen dir auch ein Kompliment machen, wenn es ihnen auch gefällt. Aber ich spiele lieber für 200 begeisterte Zuschauer als für 10 begeisterte Kollegen. Mhm. Aber der Knackpunkt ist ja der, dass jetzt gerade der Sonntag ein Stück ist, wo alle Qualitäten hätte, um anders gewertet werden. Ja. Ah, das, in jeder Hinsicht. Ja. Geschichte, also die schauspielerische Leistung, alles, oder? Also beim Sonntag darf ich mich nicht beklagen. Da haben wir wirklich sehr gute Kritiken gehabt. Das ist sehr gut. Also Da sind wir nicht zu kurz gekommen. Da sind wir nicht unter unserem Wert verkauft worden. Dort darf ich mich jetzt wirklich nicht beklagen. Gar nicht, nein. Aber sonst? Nein, sonst auch nicht. Das gibt es mir ja gar nicht mehr. Von was träumst du? Fürchterlich. Ich träume nicht sehr viel, aber dann meistens sind es Albträume. Dann muss ich auf die Bühne. Ich habe keine Ahnung, was für ein Stück gespielt wird. Niemand hat ein Textbuch und kann mir helfen. Meistens finde ich nicht einmal mit Garderoben oder den Bühneneingang. Dann verwachst du schweißgebadet. Aber Gott sei Dank habe ich die Albträume nicht sehr viel. Aber wenn, sind es Theaterträume. Oder ich muss irgendwo auf Tournee an eine Vorstellung und finde den Ort nicht und nachher finde ich das Lokal nicht und das ist ein fürchterliches Zeug. Also keine schönen Träume? Nein, ich mag mich jetzt nicht an einen schönen Traum erinnern. Einen richtig schönen, nein. Bist du eher ein fröhlicher oder eher ein besinnlicher? Also jetzt ich glaube, ich bin ein Mensch wie alle anderen auch, mit allen Schattierungen, die es gibt. Ich kann fröhlich sein, ich kann lustig sein, ich kann auch traurig sein, ich kann hässig sein. Ich kann auch einmal ausflippen und laut werden und auch mal Probleme haben. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon eher eine fröhliche Natur. Ich habe ja schon gesagt, und ich muss das jetzt halt wiederholen, ich bin ein bisschen Verdränger. Also, Sachen, wo problematisch könnten werden, schiebe ich dann gerne ein bisschen vor mich an oder auf die Seite oder unter den Teppich. Wobei ich natürlich weiss, dass es dann irgendwann mal einen Punkt gibt, wo es gleich muss lösen muss. Und dann muss man es halt machen. Aber ich würde mich eher als fröhlicher Mensch einschätzen. Aber ganz sicher nicht als fröhlicher Mensch, dass ich am Morgen aufstehe und einen Purzelbaum mache, Judy Heurief und sage Ritter, Hallo. Nein, das mache ich dann gar nicht. Nein, das nicht. Und wenn jetzt Lichterlöschen ist, das finale Lichterlöschen vom Leben, was machen wir dann? Ja, das haben wir ja schon besprochen. Nein, was machen wir denn mit dir? Was machen wir mit mir? Ja, da bin ich jetzt schon noch ein bisschen eitel. Es wäre ja noch schön, ich hätte noch einen schönen Nachruf. Aber ich schreibe nicht selber, also das mache ich nicht. Und vielleicht kommen noch ein paar an meine Beerdigung. Und denke, das war eigentlich noch ein glatter Kalb, der Schneider. Du hast aber mal gesagt, willst du deine Asche verstreut haben, Tessin. Ja. Das würde dann aber dem ein bisschen entgegenwirken. Nein. Ich rede jetzt nicht von einer Bestattung. Ja, die Asche wird ich verstreut. Ich brauche kein Grab. Also ich finde, entweder behalten mich meine Familie und meine Hinterbliebenen und meine Kollegen und Freunde in Erinnerung, aber ich brauche keinen Grabstein.
Also ich gehe auch nie auf Gräber. Ich mag das nicht so. Das ist jetzt aber ganz meine persönliche Sache. Ne? Mhm. Ne? Ja, wir warten jetzt. Also noch es ist dann, alle zusammen sind dann auch von dieser Pflicht befreit, auf dem Grab Blümchen anzulegen. Ne? Wir warten noch ein bisschen. Prost! Frank. Danke vielmals. Bitte.